Herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firma Angel Fahrzeugpolierung. Im Hintergrund sehen wir den RS4, den wir letzte Woche im Video erwähnt hatten, gezeigt hatten. So, der ist jetzt komplett fertig. Und bevor wir in den Karton gehen, reden wir einmal kurz über die Farbe. Die Farbe an sich, das wird man gleich in Poren besser sehen, ist ein, oder nennt sich Iced Red Titanium. Wir sagen dazu, das ist ein Rot und hat so eine aluminium-eloxierte Oberfläche von der Optik her. So, das sieht man, wenn die Sonne drauf scheint, sieht man es ein bisschen besser, dass er diesen Effekt hat. Also teilweise auf Bildern kommt sogar teilweise fast drüber wie ein Chrommatt. So, bei diesem Fahrzeug, weil es vom Werk aus sehr, sehr viele schwarze Elemente hat, haben wir auch wiederum mit schwarzen Elementen gearbeitet. Weil die Kombination Schwarz und Rot ist sowieso generell immer sehr schön. Vorne ziemlich viel schwarz gelassen, also klar, den Warngrill. Die ganze Partie hier vorne haben wir so gelassen. Eine Steinschlagschutzfolie hat er hier auf diese schwarzen Stellen auch noch bekommen. Die Spiegel, das Dach in schwarz glänzend. Dach ist sowieso zu 60% oder 70% aus Glas, weil ein Panoramadach drin ist. Die Seitenschilderlippe. Sowas finde ich halt immer sehr, sehr schön. Ich persönlich, weil wenn das jetzt auch noch in Rot wäre, ja, in dieser Farbe, dann fällt dieses Teil oder dieses Bauteil fällt weniger auf. Und so kommt das Ganze nochmal ein bisschen rund rüber. Und fällt ein bisschen mehr auf. Dadurch wirkt das Ganze sportlicher, ein bisschen breiter, ein bisschen extremer. Generell bei diesem Fahrzeug ist uns aufgefallen, in Schwarz sieht das Auto zwar schön aus, aber der RS4 hat ja hier diese breiten Backen, vorne so wie hinten. Und die kommen echt bei Schwarz gar nicht zur Geltung, weil Schwarz schluckt. Und jetzt, wenn du mal hier von der Seite guckst, ne, das siehst du richtig. Also du stehst vor dem, oder du stehst halt direkt davor und das nimmst du wahr. Das hast du vorher nicht wahrgenommen. So, ja, schwarzes Emblem hinten, Diffusor ist schwarz geblieben und das war es an sich eigentlich auch schon. Ich würde sagen, lang genug geredet. Ihr schaut euch jetzt den Porn an und dann sind wir wieder da. Keiner sieht mich im Liegen, okay? Was? Keiner sieht mich im Liegen. Jetzt schon. Was haben wir denn trainiert? Wann denn? Ja. Soll ich einen Einblender machen, wie du das machst? Du bist ein so lustiges Video. Ne, ich kann dir nur ein Bild schicken, das reicht. Wie du trainierst? Ne, du kannst einfach nur ein Bild einblenden. Dann verstehen die Leute, wie das mit meinem Nacken zustande kommt. Nur das Bild, wo auch eng gegen aussieht wie John Travolta in Pulp Fiction. Das Bild da, das kriegt keiner zu sehen. Das kriegt keiner zu sehen. Kannst du mir das schicken, Engi? Ja. In meinem nächsten Leben vielleicht dann, ja? Vielleicht Photoshop ich das einfach. Ja, Photoshoppen kann jeder. Kannst du lieber mal einen Astralkörper Photoshop mit meinem Gesicht? Weil, Astralkörper? Ja, warum immer negative Sachen? Ich sag ja nicht positiv. Negativ geht doch auch mal. Ja, ich sag doch nicht negativ. Und nächstes Jahr machen wir noch ein Bild, aber dann ohne Photoshop mit meinem Körper. Oh, Ansage. Naja, hab ich letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ehrlich jetzt, das ist jetzt ernsthaft gemeint. Ich bin gleich soweit, ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Wenn ich hier fertig bin, dann fließt wieder genug. Ich genieße den Moment. Ruhig was? Was hat er gesagt? Ich genieße den Moment, wo Engen hier zugange ist. Weißt du, wer es am meisten genießt? Ich selbst, ja. Ja? Ja. Und dass du trainieren kannst oder darfst. Dass ich dazu komme. Ja. Da kannst du auch wenigstens sagen, was du wenigstens machst. Was ich mache? Ja, was ihr beide hier macht. Wir folieren. Willst du noch genauer wissen? Wir folieren mit einer Folie. Aha. Also wir haben hier ein Fahrzeug. Das ist ein Audi. Ich sag jetzt einfach mal ein A5, umgebaut zu einem S5. Weil es kein echter S5 ist. Auch direkt gesagt. Direkt gesagt. Ja, wir folieren die Lippe. Hier, diese Lippe, das Schwert vorne. Stoßstangen, Schwert, Lippe, was auch immer. Weil die Lippe ist ja eigentlich das untere Stück da vorne. Das was bereits schwarz ist. Ach so. Haben wir angepasst an die Spiegelkappen. So, dieses Alumatt. Man kommt zwar nicht ganz so dahin mit diesem Alumatt, aber das ist auch so ein Silber-Alumatt und deswegen in die Richtung. Spiegelt sich auf jeden Fall ein bisschen wieder mit den ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel Felgen. Schön, ne? Das passt. Ach ja, S5-Umbau.
Teure Bremsanlage RS5. Bremsanlage. Ja. Kann man so machen. Naja, ich meine, trotzdem ein schönes Auto, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne, ehrlich, so. Frag mich mal eigentlich, wie lange Zeit hier reingeflossen ist. Interessiert mich eher weniger. Mich interessiert halt, wie viel Geld da reingeflossen ist. Ja, gut. Das interessiert jeden, ne? So, nach dem RS4, der übrigens sehr schön geworden ist, meiner Meinung nach, haben wir unter anderem eine andere Komplettfolierung gemacht und das ist der schöne Kia. Kia Ceed GT hat die Farbe Nardo Grau bekommen. Ja, ich denke, ganz stimmig, ganz dezent, einfach mal eine andere Farbe als eine Serienfarbe und ich denke, das lässt sich auf den Straßen gut sehen. Noch ein anderes Auto hat eine Folierung bekommen. Keine komplette Folierung, sondern eine Designfolierung. Bei dem Golf 6 GTI haben wir auf die Seite eine Designfolierung im Wabenmuster drauf gemacht. Und einzelne Felder wurden in dem GTI-Rot, also passend zu dem originalen GTI-Rot, ausgefüllt. So, zudem haben wir die Lippe vorne auch in Rot foliert. Und der Heckspoiler wurde nochmal separat foliert in Carbon glänzend. Vom Innenraum haben wir jetzt leider keine Bilder, aber da haben wir nämlich auch die Armaturleisten in Carbon glänzend foliert. So, von den beiden Autos oder von den dreien Autos hüpfen wir jetzt weiter und sind schon wieder bei unserem Folien-ABC angelangt. Bei dem Buchstaben P. P, was häufig vorkommt, eigentlich täglich, was man immer braucht, womit wir auch immer arbeiten, ist ein Plotter. Ein Plotter ist ein, kurz gesagt, ein Folienschneidegerät. Also sprich, Schriftzüge, Logos, irgendwelche Ornamente, die wir auf eine Folie aufbringen wollen, erstellen wir hier vor Ort bei uns. So, dann können wir euch jetzt einmal ganz kurz mitnehmen und euch einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, wir haben schon sowas erklärt. Wir haben sowas schon mal erklärt, auch sehr detailliert gezeigt. Also, wir haben hier eine Folie. Das ist eine reine Beschriftungsfolie. Also keine Folie, die auch auf die Autos kommt für eine Vollverklebung, sondern reinweg für Beschriftung, Folie, Werbung etc. So, das hier ist ein Plotter. Die gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben zwei davon, einmal diesen größeren und einen etwas kleineren. Wir zeigen einmal, wie wir das Ganze hier machen. Also wir legen die Folie ein. Hier sind die Rollen von so einem Plotter. So, das Ganze wird eingespannt. Jetzt misst der Plotter praktisch das Folienstück, was wir hier haben, aus. Damit er uns ergibt uns gleich eine Arbeitsgröße, also sprich die zu beschneidende Fläche, gibt er uns jetzt gleich hier an. So, das ist das Maß. So, dann kann ich hier noch die Druckstärke feststellen. Ich kann halt einige Sachen noch feststellen, aber so tief braucht man nicht reingehen. Denn wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Logo von uns als Einzeiler. So, das Ganze wollen wir jetzt einfach mal auf ein Stück Folie aufbringen. Und das funktioniert nämlich so, dass wir über den Computer hier, über den Laptop, das Ganze an den Plotter schicken. Mittels, über ein Programm. So, der kriegt die Information. Schneidet das dann genau so, wie wir das hier angegeben haben. Ne, die Maße und alles können wir hier in der Software ändern. So, und dann läuft das nämlich so, dass hier drin befindet sich so ein ganz, ganz kleines spitzes Messer. So, und die Rollen, diese vier Rollen, schieben praktisch immer die Folie nach vorne und hinten. Und hier ist auch nochmal eine ganz große Rolle, die läuft einmal komplett entlang. Die schiebt die Folie halt genau so, wie sie braucht. So, und das Messer schneidet dann da, wo es schneiden soll. So, jetzt haben wir den Einzeiler, hier Enjoy Fahrzeugfolierung. Wenn wir jetzt gucken, schneidet der. Das ist genau so, wie wir das gerade in der Software angelegt haben. Man hört es auch leicht, ja? Das ist immer, wenn er schneidet. Wir haben bewusst schwarz genommen, weil bei schwarz dürfte man es eigentlich gut sehen. Bei weiß wäre es nicht so schön. So, das ist praktisch jetzt wirklich hier drauf. Die Folie ist jetzt ausgeschnitten in dem Muster. So, das Ganze zeige ich jetzt. Weil so ist das Ganze ja noch gar nicht fertig. So, also haben wir den Schriftzug nicht fertig. Das war fertig geplottet, also fertig geschnitten. Aber wir müssen das Ganze ja noch ausheben, entgittern nennt man das Ganze auch. So, das funktioniert nämlich so. Jetzt haben wir hier so eine spitze Ecke, dann ist das nicht ganz so einfach. Das Ganze hier kommt ja eigentlich eher so, das ist ja schon Werbetechnik hier, ne? Das gibt es ja in der Werbetechnik, weil viele, ich sag jetzt mal Schilder, Fahrzeuge oder sonst was,
wird ja alles immer mit Beschriftung gemacht. Das kann man zwar auch mit einem Digitaldruck machen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. So, jetzt haben wir hier diesen Schriftzug, der geplottet ist. Um diesen Schriftzug aufs Auto zu bekommen, müssen wir jetzt eine Transferfolie drauf machen. Das nennt sich Übertragungsfolie. Ja, da gibt es spezielle Transferfolien oder auch sogar Transfer- oder Übertragungspapier. Wir bevorzugen die Folie, weil die einfach wesentlich schöner ist und einfacher zu verarbeiten ist als zum Beispiel das Papier. So, das Ganze rakeln wir jetzt hier an. Schneide ich mir das jetzt so zurecht, wie ich es brauche. Der Rest ist ja Müll, brauche ich nicht. Jetzt haben wir hier einen Schriftzug. Jeder kennt das jetzt wie früher zum Beispiel, die Kaugummis, ja? Da hat man immer diese Tattoos. Ja, ja. Diese Tattoos, ja, haben uns immer alle auf dem Arm gemacht, wo wir jung waren. Ja, klar. So, ziehe ich praktisch das Trägerpapier hier ab. Kann ich mal so komplett entfernen. Also bei den Kaugummi-Tattoos muss ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen Feuchtigkeit anwenden. Das müssen wir hier nicht. So kann ich das Ganze jetzt, wir kleben es mal auf dieses schöne, auf dem schönen Abrollgerät von der Firma Taprofix. Kleben wir es mal mit drauf. Rakeln wir noch mal kurz an. So, das ist ein Plot und das ist ein geplottetes Stück. Und das ist Plotten. Das benutzen wir oder verwenden wir halt häufig für Beschriftungssachen, für Logos oder ähnliches. Man darf es nicht vergleichen oder auch nicht verwechseln mit einem Digitaldruck. Denn da wird das Ganze ja auf eine Folie bedruckt. Man kann ja auch so einen Schriftzug auf eine Folie bedrucken. Ja. So, das zum Thema Plotten. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's aus dieser Woche von uns und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, denn da haben wir einen Digitaldruck. Interessant. Also seid wieder dabei. Fuck that, look at shorty, she a little cutie. Yo, the way she shake it make me wanna get all in the booty. Fuck that, look at shorty, she a little cutie.